1953, Dr. Friedrich Jungheinrich entwickelt einen Stapler, die Ameise. Heute Synonym einer ganzen Branche. Klipphausen bei Dresden. Restaurierung einer Legende. Eine Ameise von 1955. Das ist alles Neuland. Also wir müssen jetzt uns wirklich Stück für Stück rankämpfen. Könnten mal schauen, vor allen Dingen auch bei der Demontage, was ist notwendig abzumachen oder was können wir auch lassen. Aber das finden wir dann raus beim Machen. Ja, also das müssen wir einfach angehen jetzt. Hunderte Teile, jedes mehr als 60 Jahre alt. Jedes schwer zu ersetzen. Die Ersatzteile müssen wir exportieren, damit wir die dann auch wiederfinden. Weil das sind ja alles Unikate, kann man nie wieder bestellen. Besonders heikel, der Elektroantrieb lässt sich nicht ausbauen. Also wenn wir den Antrieb jetzt nicht abbekommen, dann wird es schwierig für die Restauration. Wissen, Erfahrung und auch Kraft lösen das Problem. Das erste von vielen. Nach dem Auseinanderbau beginnt die eigentliche Arbeit. Spuren von über 60 Jahren hartem Einsatz werden gründlich entfernt. Während die alte Farbe abgeschliffen wird, ist noch unklar, welcher Farbton in den 50ern für die Ameise verwendet wurde. Corporate Identity, damals noch kein Thema. Jungheinrich geht auf Spurensuche. Perfektion bis ins Detail. An dem Oldtimer soll alles stimmen. Wir konnten kurzfristig eine Farbanalyse machen. Der Farbton wurde bestimmt. Jetzt können die Jungs anfangen zu lackieren. Wir sind voll im Zeitplan. Und das soll auch so bleiben. Der Uldi bekommt einen neuen Anstrich. Parallel arbeiten die Experten an den historischen Bauteilen. Und das nicht ohne neue Herausforderungen. Das Problem ist jetzt, das Gewinde ist beschädigt. Der Gewindeanfang ist beschädigt, sodass die Mutter, die hier drauf gehört, nicht anfädelt. Also man kann die Mutter nicht draufdrehen, die zieht immer schief. Und wir müssen jetzt versuchen, das Gewinde nachzuarbeiten. Bei allen Arbeiten steht immer die Sorge im Raum, dass die Restaurierung scheitert. Die Sorge ist schon da und ich denke mal, die ist auch berechtigt, weil ja, das könnte heikel werden. Fortsetzung folgt.